Herzlich willkommen und hallo bei Vier Reifen, ein Klo. Heute geht es mal um Antworten und Fragen. Ich bekomme ja jeden Tag wirklich etliche Fragen oder es werden Fragen bei uns in der Facebook-Gruppe gestellt, Instagram und auch Instagram-Stories mittlerweile, ganz, ganz viele Fragen, die uns da erreichen. Und ich habe mir mal gedacht, dass ich mal immer wieder Fragen sammle und die hier auch auf YouTube dann für euch beantworte. Es sind bestimmt auch Fragen dabei, wo der eine oder andere sagt, boah, was ist das denn für eine Schwachsinnsfrage? Also ich bezeichne die dann nicht als schwachsinnig, sondern ich bezeichne die wirklich als notwendig, weil für die Person, die die Frage stellt, ist diese Frage jetzt halt notwendig und bestimmt auch für viele andere, die sich gar nicht trauen, solche Frage zu stellen. Und deswegen sollte man da einfach mal ganz locker bleiben und sagen, okay, die Frage wird gestellt, ich höre sie mir an und dann ist gut. Denn das Schlimmste, was ich finde, ist, es gibt keine blöden Fragen, es gibt immer nur blöde Antworten. Und man sollte den Fragenden wirklich immer die Antwort geben, die er braucht. Und das versuche ich jetzt hier auch mal. Einige Fragen habe ich jetzt herausgesucht und die werden wir jetzt mal nach und nach für euch beantworten. Und dann werde ich mal irgendwann wieder ein Video machen, wenn ich wieder Fragen beantworten möchte, soll. Oder wenn du Fragen hast, dann nutze doch die Kommentarfunktion hier auf YouTube oder schick sie mir, damit ich sie beantworten kann. Auch die Fragen, die jetzt vielleicht in den Kommentaren in irgendein Video kommen, die nehme ich immer gerne auf und beantworte sie dann auch nochmal im nächsten Video, damit man mal so eine kleine Chronik hat, sag ich mal so. Aber wir fangen jetzt mal an mit der ersten Frage. Und das wäre zum Beispiel, kann man die Rezepte für den Omnia auch in der Silikonform machen? Ich zeige ja immer die Rezepte in den Videos ohne Silikonform. Alle herzhaften Sachen mache ich ja immer entweder in der unbeschichteten oder mittlerweile sehr viel in der beschichteten Form und weniger in der Silikonform. Die Silikonform benutze ich persönlich ja nur zum Backen. Und da kann ich sagen, natürlich könnt ihr alles in der Silikonform machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt alles, was ihr an Videos seht, an Rezepten habt, natürlich in der Silikonform machen. Es ist halt der Unterschied, dass in der Silikonform vieles halt flüssiger bleibt und das Fassungsvermögen ist natürlich anders. Und deswegen gebe ich auch den Hinweis, es wird flüssiger und du musst vielleicht die Menge ein bisschen reduzieren, weil es kann sein, dass die Silikonform einfach zu voll wird. Aber wenn es dir wichtig ist, dass du deine Zubereitung in der Silikonform machst, aus welchen Gründen auch immer, dann ja, dann kannst du natürlich alles in der Silikonform zubereiten. So, die nächste Frage ist, hallo Bianca, kann man auch im Omnia Linsen- oder Graupensuppe kochen? Wir wollen Samstag losfahren, sonst müsste ich meinen Thermomix mitnehmen. Das ist uns zu viel Ballast. Vielen Dank für deine Antwort. Das ist eine Frage, die mich über den Facebook Messenger erreicht hat. So, ich stelle da mal gleich die Gegenfrage. Linsen- oder Graupensuppe im Omnia? Machst du deine Linsen- und Graupensuppe zu Hause auch im Backofen? Und das ist dann immer die Gegenfrage, die ich stelle. Und wenn ihr dann schon sagt, nee, mache ich nicht, dann sage ich auch, im Omnia machst du es auch nicht. Der Omnia ist ein Backofenersatz. Da macht ihr alles drin, was ihr auch zu Hause im Backofen machen könnt. Da könnt ihr Aufläufe machen und ähnliches. Linsensuppe, Graupensuppe, Suppen allgemein, die mache ich in der Regel eigentlich lieber im Kochtopf, weil man hat da ja auch, man muss zu oft den Topf eigentlich aufmachen. Dann kommt das Suppengemüse rein, man muss vielleicht irgendwie Fleisch abkochen und ähnliches, so wie man es halt macht. Ja, in dem Fall würde ich sagen, dann nimm lieber den Thermomix mit und mach dann deine Suppe dort drin oder alternativ einen Kochtopf. Aber ich empfehle dafür keinen Omnia. Die nächste Frage. Hallo, bitte nicht schimpfen, ich bin Neuling. Wenn ich die beschichtete Form habe, muss ich das in das mittlere Teil geben oder anstatt das mittlere Teil, sprich auf den untersten Ring? Vielen Dank, das war eine Frage von Gabriele aus unserer Facebook-Gruppe. Ja, das Erste, was ich geschrieben habe, war, wir schimpfen nicht, weil ich finde es immer ganz, ganz grausam, wenn man wirklich sagt, bitte nicht schimpfen und ich bin Neuling. Fragen kann man stellen, auch wenn andere jetzt sagen, es ist völliger Quatsch. Diese Antwort kam auch darunter, da habe ich dann auch bitte eingegriffen, weil ich möchte es nicht. Ich möchte nicht, dass ihr wirklich den Poster dazu noch in die Enge drängt und ein schlechtes Gewissen macht, weil er jetzt halt Fragen stellt, die für euch vielleicht schwachsinnig sind. So, es geht jetzt hier drum, einmal um die beschichtete Form. Da war die Frage, muss ich die beschichtete Form jetzt in die Form machen oder die beschichtete Form so? Ja, die Frage kommt wirklich sehr, sehr häufig. Deswegen habe ich die auch hier aufgenommen. Es ist keine seltene Frage und ich fand wirklich von der Gabriele wirklich sehr, sehr mutig, dass sie das in die Facebook-Gruppe geschrieben hat, weil die anderen haben mich alle immer angeschrieben, persönlich.
Und ja, da möchte ich natürlich drauf sagen, das ist die richtige Variation. Bitte das Unterteil, das ist das Ersatz für das Mittelteil. Ihr bekommt den Antihaftbeschichteten nur einzeln. Das heißt, ohne Deckel und ohne Unterteil. Und deswegen ist das wirklich ein Ergänzungsset. Ein Ergänzungsset für diese Form. Ja, so. Und dann könnt ihr den Beschichteten verwenden. Wenn ihr nämlich auch die Form ineinander stellt, dann dauert das unheimlich lange. Ihr kriegt die Sachen gar nicht gar. Wir hatten wirklich in unserer Facebook-Gruppe, und das fand ich richtig toll, dass die Leute sich gemeldet haben, gesagt, mir ist es aus Versehen passiert. Und dann haben die wirklich zwei Formen. Wenn man zwei silberne Formen hat, also unbeschichtet, oder zwei schwarze, erkennt man es nicht auf Anhieb. Und dann ist man so im Dreh drin, also ne, man macht die Zutaten und ja, man tut und macht und dann stellt man die drauf und merkt gar nicht, dass man zwei Formen hat. Und dann hat man sich auch gefragt, warum dauert es so lange? Wir hatten auch eine Posterin, die hat zwei Silikonformen verwendet. Sie hat sich eigentlich gefragt, warum dauert das so lange? Und dann hat sie es rausgenommen und hat gesehen, verdammt, ich habe zwei Silikonformen da drin. Ist natürlich passiert, ja, ein lustiger Fehler. Aber hier die Antwort für die Gabriele und auch für alle anderen, die sich das stellen. Nein, es ist ein Austausch. Bitte das Mittelteil einfach austauschen. Und dann könnt ihr den Omnia so benutzen, wie es eigentlich auch vorgesehen ist. So, jetzt geht es darum, um die Backform alternativ im Backofen zu verwenden. Und da hat mich die Sabine auch in der Facebook-Gruppe, hat sie dann einen Post gemacht und sie schreibt, hallo, ich bräuchte mal kurz eure Hilfe. Kann ich den beschichteten Omnia auch im Backofen nutzen? Ich habe hier keine Kastenform, aber mein Omnia dabei. Danke euch schon mal. Ja, ich vermute mal, sie war vielleicht in einer Ferienwohnung oder so. Keine Ahnung, warum. Da brauchen wir jetzt auch nicht hinterfragen, aber es geht ja darum, ob man den Omnia auch im Backofen benutzen kann. So, und dann, der Omnia ist ja eigentlich das. Ja, so. Und dann sage ich sofort, natürlich ohne Deckel und ohne Unterteil, weil es gibt Leute, die stellen das ganze Teil wirklich in den Backofen. Ihr könnt sowohl die beschichtete als auch die unbeschichtete einfach in den Backofen stellen. Das funktioniert wirklich. Also ihr könnt es alternativ wirklich als Backformersatz, als Kastenformersatz verwenden. Viele fragen jetzt, warum wollt ihr das überhaupt? Manchmal ist es so, man hat Rezepte zu Hause, die für den Omnia geeignet sind, vielleicht keine passende Auflaufform oder so. Und dann ist das eine Alternative. Man hat ja die Menge für die Omnia-Backform. Ja, warum denn dann die Sachen nicht da reinmachen und ab in den Backofen? Ist mit beiden möglich, sowohl unbeschichtet als auch mit den Beschichteten. Das könnt ihr alternativ verwenden, aber bitte nicht als komplett, das nicht bitte. Ja, das geht gar nicht, das würde auch nicht funktionieren, aber als Form, ist wie eine Kastenform, ja, könnt ihr ohne weiteres im Backofen, im E-Backofen reintun. Ja, manche haben Lust auf Popcorn. Und dann hat mir die Elisabeth letztens auch in unserer Facebook-Story die Frage gestellt, habt ihr schon mal Popcorn im Omnia-Backofen gemacht? Ob ihr es glaubt oder nicht, diese Frage kommt wirklich ganz, ganz, ganz häufig. Und die Admine, die Simone aus einer Omnia-Gruppe, die hat das nämlich auch ausprobiert und die hat auch gefragt, hast du das schon mal gemacht? Das ist schon urlange her und das ist eine ganz gefährliche Sache, sage ich euch. Ich sage euch auch warum, passt auf. Da. Also, ihr habt euren Gaskocher, ihr habt euren Omnia und ihr kippt jetzt hier Popcorn rein. Ihr macht den Deckel drauf und es plöppt, tack, 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 ne? Wie bei Donald Duck, kennen wir noch alle. Was passiert? Es passiert, dass die Körner an den Deckel fallen, die knallen da dran, die prallen ab und die können in euren Kamin landen. So, und dann habt ihr hier unten die Flamme. Ein wundervolles Popcorn-Feuerwerk könnt ihr euch zaubern. Ja, das ist total gefährlich. Jetzt kann man sagen, okay, ich baue mal hier so ein kleines Gitter drauf. Ja, die Idee ist gut. Was macht ihr, wenn euer Popcorn auf dem Gitter landet? Ich sag's euch, den Feuerlöscher holen, weil dieses Popcorn hier oben fängt an zu brennen. Bitte, so wahnsinnig witzig, wie die Idee auch ist, ihr würdet ja Popcorn auch nicht im Backofen machen, oder? Das ist wie die Linsensuppe. Ihr macht Popcorn nicht im Backofen, also bitte auch nicht im Omnia. Und das ist richtig, richtig fatal, wenn die Sachen nämlich hier abprallen, ab durch den Kamin wandern und hier unten ein kleines Feuerchen machen. Wollen wir nicht, oder? Nee. Deswegen bitte kein Popcorn im Omnia-Backofen.
Die Dorothea hat mich per Mail gefragt. Hallo Bianca, was könnte ich nehmen, um das Fleisch im Omnia zu trennen? Schönes Wochenende. Ich habe die Frage erst nicht ganz verstanden. Gab so zwei, drei Sätze hin und her, war alles gut. Es ging darum, die Dorothea ist Vegetarierin. Und sie möchte eigentlich das Fleisch von den Zutaten mit dem Fleisch trennen. Verständlich. Völlig in Ordnung, völlig verständlich, kann ich nachvollziehen. Ich dachte erst, Fleisch trennen, so durchschneiden oder so. Aber nein, das war es nicht. Es war wirklich darum, sie ist Vegetarier und der andere Part ist kein Vegetarier. Ja, dann fällt mir leider nur ein, die geteilte Silikonform, diese hier, die gibt es eigentlich im holländischen Campingladen. Ist aber ständig ausverkauft. Also das ist die einzige Variante, die mir halt einfallen würde, dass ihr die da reinmacht. Frag mich jetzt bitte nicht, ob ich damit Rezepte mache. Nein, weil ich bin kein Fan von dieser Silikonform, muss ich sagen. Ja, hat aber andere Gründe. Wer sie hat, der soll sie benutzen. Mir geht es jetzt nur darum, die Frage von der Dorothea zu beantworten. Das ist halt, ihr könnt die geteilte Silikonform verwenden, wenn halt die Vegetarier und die Fleischesser zusammen essen. Ist die einzige Möglichkeit, die mir jetzt einfällt. Ja, vielleicht kommt ja Omnia auf die Idee und macht auch mal so eine Silikonform. Dann hoffe ich, dass es nicht die... Also ich mag sie nicht wegen diesen Nöppen. Ich finde diese Nöppen wirklich fürchterlich, weil ich den Deckel teilweise nicht zukriege. Der liegt wirklich immer ganz komisch auf, aber das ist meine persönliche Meinung. Da will ich nichts schlecht reden. Viele haben die, sonst wäre die hier nicht immer ausverkauft. Aber ich werde die jetzt nicht weiter vorstellen, weil ich mache auch keine Videos über Sachen, die ich schlecht machen will. Das werde ich nicht tun, da bin ich auch kein Typ für, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also diese gibt es, momentan ist sie ausverkauft und schon ganz lange. Ich weiß auch gar nicht, ob die nochmal wiederkommt. Die gibt es halt beim niederländischen Campingshop, das ist Oberlink. Und da könnt ihr mal gucken, wenn ihr die braucht, dass ihr die verwendet. Ja, und so können halt auch die Dorothea ihr Fleisch bzw. ihre vegetarischen Sachen mit dem Fleisch trennen. Das ist die einzige Möglichkeit. Die nächste Frage ist, brauche ich für Laugenkranz grundsätzlich die Silikonform oder kann ich die auch weglassen? Bei Lauge, das heißt Natronlauge, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, niemals die Silikonform weglassen. Bitte macht keinen Laugenkranz oder irgendwas mit Lauge nur in diesen Formen. Auch nicht in der Maxiform. Nicht im beschichtet, nicht im unbeschichtet, nicht in der Maxiform. Es hat den Grund, Natron reagiert halt mit den Materialien. Es reagiert mit der Beschichtung und es reagiert mit dem Material hier, mit dem Aluminium von der Backform. Und das ist nicht gesund und das ist nicht in Ordnung. Deswegen bitte unbedingt die Silikonform verwenden. Ja, die könnt ihr auch in beiden verwenden, das ist ja egal, die passen ja. Natronlauge immer, 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 immer in Verbindung mit der Silikonform. Im Übrigen kann man mit Natron auch die Silikonform sehr gut reinigen. Haben wir ein Video darüber gemacht, verlinke ich euch nochmal. Okay, jetzt habe ich die letzte Frage. Das war die Anna. Die Anna hat mich auf Instagram angeschrieben. Die Frage hatte ich jetzt aber auch nur zum ersten Mal, aber es geht vielleicht vielen so. So, die Anna fragt, ich habe gestern eine Gemüsequiche gemacht und der war am Boden total verbrannt. Habe die Quiche ohne Silikonform gebacken. Zuerst den Teig etwas vorgebacken, 10 Minuten auf ziemlich hoher Flamme. Dann gefüllt und auf niedriger Flamme 40 Minuten gebacken. Könnte nur noch die Füllung essen. Oh, so ein Smiley, ja. Der Rest klebte fest am Omnia und war schwarz. Hast du eine Idee, wieso? Doch besser mit Silikonform? Morgen möchte ich in Osterzopf und habe schon wahnsinnige Angst. Werde es trotzdem versuchen. Vielen Dank und schöne Ostern, Anna. Ja, der Anna habe ich auch sofort geantwortet, weil da sind ganz, ganz viele Fehler auf einmal wirklich gewesen. Erstmal hat sie, die Gemüsequiche war ja am Boden verbrannt. Das kannst du verhindern, indem du definitiv die Silikonform verwendest. Also ich verwende die Silikonform bei solchen Sachen auch in der Antihaftbeschichteten, weil ich finde, beide Formen sind einfach viel zu heiß. Abgesehen davon, bei einer Quiche, die kriegst du nachher mit der Silikonform besser raus. Ist zwar ein bisschen tricky und heiß, aber eine Quiche kannst du nicht stürzen. Das heißt, mit der Quiche kannst du nachher die Silikonform so rausnehmen. Deswegen empfehle ich aus mehreren Gründen bei der Quiche die Silikonform. Hauptgrund ist natürlich, dann wird dein Boden nicht schwarz. Ja, das war der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, ich habe den Teig etwas vorgebacken. 10 Minuten auf ziemlich hoher Flamme. Wow. Also, dass du das Innenleben noch essen konntest, fand ich gut.
Also 10 Minuten auf ziemlich hoher Flamme nur den Teig, also hier drin, ne? Nur den Teig, das ist schon der zweite Fehler, total tödlich, hohe Flamme 10 Minuten, niemals. Auch wenn du jetzt die Silikonform verwendet hättest, 10 Minuten hohe Flamme, du hast trotzdem schwarzen Boden. Da garantiere ich dir für. So, dann hat sie das auf niedriger Flamme für weitere 40 Minuten gebacken. Also sie hat es dann gefüllt, ja, sie hat es dann hier reingemacht, der Teig drin, 10 Minuten auf voller Flamme, hat den Teig gefüllt und nochmal 40 Minuten auf niedriger Flamme. So, die 40 Minuten niedrige Flamme hätten dann gereicht. Der Rest klebte im Omnia fest. Das ist klar, aufgrund der ganzen hohen Temperaturen klebt dir alles fest. Und dann ist das natürlich richtig fatal. So, ja, noch besser mit der Silikonform natürlich. Also, wenn ihr so eine Quiche macht, dann macht ihr das bitte alles sofort. Ihr nehmt eure Silikonform, packt die in einen eurer Formen, die ihr habt, völlig egal, also die werden in beiden dann gleich. Packt die da rein, packt euren Teig für die Quiche rein, belegt die Quiche und dann packt ihr die auf kleiner Flamme, 30, 35 Minuten vielleicht, und dann habt ihr auch eine leckere Quiche. Der Anna habe ich das auch so geschrieben und sie hat sich auch total bedankt, fand es auch toll und hat es auch nochmal ausprobiert. Ich weiß leider nicht, was daraus geworden ist. Ich hoffe, es hat geklappt, denn so eine Quiche ist ja auch ganz lecker, ne? Aber bitte nicht erst vorbacken, wie wir es halt oft kennen, mit Erbsen rein oder so im Backofen. Das ist hier anders. Und dann bitte niemals bei Backwaren große Flamme. Bleibt bitte immer auf der kleinen Flamme. Ob ihr Kuchen macht, ob ihr Pizza macht, ob ihr Brot macht oder auch eine Quiche. Überall, wo ihr Teig habt, macht es auf kleiner Flamme und mit der Silikonform. Und dann klappt es auch. Ja, also das waren die Fragen, die ich mir jetzt erstmal für dieses Video rausgesucht habe. Ich hoffe, das war für euch ein bisschen aufschlussreich. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, da unten ist die Kommentarfunktion. Und da freue ich mich drauf, weil dann mache ich noch mal ein Video für andere Fragen. Es gibt immer wieder Fragen und ich beantworte sie gerne. Und ich beantworte sie auch nicht, also du brauchst nicht warten bis zum nächsten Video. Du kriegst natürlich sofort deine Antwort. Ja, das mache ich immer sehr gerne, weil ja, seit 2015 Erfahrung hat mir einiges gebracht. Und die gebe ich gerne weiter, die will ich nicht für mich behalten. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Nö. Wünsche ich euch noch alles Gute, habt viel Spaß mit dem Omnia bei Fragen. Viel Reifen, dein Klo ist da. Und jetzt sage ich, wir sehen uns im nächsten Video.